Steigen ab jetzt die Aktienkurse wieder oder ist das nur ein Zwischenhoch? Geht es dann wieder nach unten? Diese Frage beschäftigt aktuell viele, viele Anleger und da zerbrechen sich viele den Kopf. Warum? Weil viele überrascht wurden durch den relativ guten Börsenmonat Juli. Der DAX beispielsweise ist im Juli um etwa 1000 Punkte gestiegen. Das Tief war ja bei etwa 12.300, 12.400 Punkten und mittlerweile sind wir bei 13.400, 500 Punkten. Und das beschäftigt natürlich jetzt viele, die damit nicht gerechnet haben. Soll ich jetzt einsteigen? Ist es schon zu spät? Oder warte ich lieber ab, weil es zukünftig nochmal deutlich stärker nach unten geht? Und das ist wieder mal so ein Beweis, den ich immer wieder als Empfehlung nehme. Börsenkurse kann niemand voraussehen. Versuchen Sie es auch gar nicht. Zerbrechen Sie sich deswegen nicht den Kopf. Kein Mensch weiß, wie morgen oder in einem Monat oder in einem Jahr die Börsenkurse sind. Viele wurden überrascht, weil die Stimmung in der Wirtschaft ja relativ pessimistisch ist. Amerika ist in die technische Rezession geschlittert. In Europa wird die Rezession für das zweite Halbjahr vorausgesagt. Die Inflationsraten sind relativ hoch weiterhin. Der Ukraine-Krieg ist nach wie vor. Da ist keine Lösung in Sicht. Und all das drückt natürlich auf die Wirtschaftsstimmung. Und die Aufträge, der Auftragseingang geht tendenziell eher zurück. Und deswegen nehmen viele an, mit der Börse muss es ja weiter nach unten gehen und dieser Aufschwung im Juli, der hat eben viele überrascht. Ein paar Punkte dazu. Die Börse nimmt die Zukunft vorweg, sie versucht es. An der Börse wird die Zukunft gehandelt, ist ein Stichwort. Die Börse beschäftigt sich immer damit, wie die Zukunft sich entwickeln könnte. Alles, was aktuell bekannt ist, das ist in den Kursen bereits beinhaltet. Deshalb sind sie so, wie sie aktuell sind. Neue Nachrichten, neue Meldungen, neue Überraschungen, Unternehmensmeldungen, die beeinflussen die Börsenkurse zukünftig. Und das weiß eben niemand, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Im Moment wird davon ausgegangen, dass es zu einer leichten Rezession oder im besten Falle Stagnation kommt. Sollte sich die Wirtschaft aber deutlich schneller erholen und zu keiner großen Rezession es kommen, dann kann es auch sein, dass die Börsenkurse sich von nun an wieder positiver entwickeln. Denn die Inflation könnte ja auch ihren Höhepunkt schon erreicht haben. Einige wichtige Rohstoffe sind vom Preis deutlich zurückgegangen. Das wirkt natürlich etwas entspannend für die Inflationsraten. Das könnte die Notenbanken weltweit dazu veranlassen, die Zinsen doch nicht mehr weiter so drastisch zu erhöhen, auch Amerika. Und das alles könnte genauso entlastend sein für die Zukunft. Und die Wirtschaft ist immer noch aktuell gut gefüllt, gut ausgelastet. Und wenn dann nach im Herbst doch mehr Aufträge reinkommen als gedacht, dann kann sich die Stimmung wieder plötzlich drehen. Und all das kann niemand vorhersehen. Deshalb versuchen Sie es auch gar nicht. Ein paar Tipps dazu. Bewerten Sie Unternehmen. Denken Sie sich, Aktienkurse sind, was sie sind. Und sie sind in Wirklichkeit Preise, zu denen die einen Aktien verkaufen und zu denen die anderen die Aktien kaufen. Das sind die Preise anderer, wenn sie sich aktuell daran nicht beteiligen, an den Käufen und Verkäufen. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Und diese aktuellen Käufer und Verkäufer sind sogar unterschiedlicher Meinung. Der Käufer sagt, dieser Kurs ist aus meiner Sicht ein günstiger Kurs. Und der Verkäufer sagt, dieser Kurs ist aus meiner Sicht ein toller Kurs, ein hoher Preis, um jetzt nochmal verkaufen zu können. Also die haben auch eine komplett unterschiedliche Meinung zu diesen Kursen. Warum sollten Sie sich also damit belasten? Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
Bewerten Sie Unternehmen. Setzen Sie sich Ihre eigenen Ziele und bewerten Sie Unternehmen entsprechend dieser Ziele. Damit ermitteln Sie die Kurse, die für Sie Sinn machen, zu denen es für Sie Sinn macht, Aktien zu kaufen. Und zwar nur die Unternehmen, von denen Sie überzeugt sind. Und wenn Sie dann Aktien gekauft haben und Sie haben noch nicht so viele Erfahrungen, dann ist mein Tipp, denken Sie sich, Sie hätten in eine GmbH investiert. Private Equity, also Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden. Da gibt es keine Aktienkurse. Und schauen Sie dann auch nicht ständig diese Aktienkursentwicklungen nach. Sie sind ja der Meinung, dass dieser Kurs für Sie gut war, dieser Preis. Und dann lassen Sie die Unternehmen halt einfach ihre Aufgabe machen. Das Entscheidende sind die Unternehmensgewinne. Alles andere entwickelt sich sowieso entsprechend der Unternehmensgewinne. Ich meine damit die Dividenden und ich meine langfristig die Kursentwicklung. Ich nenne immer wieder das Beispiel zwischen Bosch und Conti, Continental. Beide Autozulieferer. Bosch ist eine GmbH, Conti eine Aktiengesellschaft. Die Inhaber von Bosch, die treffen sich einmal im Jahr zur Gesellschafterversammlung, beraten über das letzte Geschäftsjahr, beraten darüber, wie die Gewinne, die hoffentlich entstanden sind, verwendet werden, wie viel ausgeschüttet wird und wie die zukünftige Entwicklung, die Strategie sein könnte. Und dann gehen Sie wieder nach Hause. Da gibt es gar keine Aktienkurse, über die sich diese Inhaber aufregen könnten. Und die Inhaber von Conti, Continental ist an der Börse notiert, das sind Aktionäre, die machen sich Tag für Tag einen Kopf um die Aktienkurse. Beides ähnliche Unternehmen in der gleichen Branche. Ich will damit nur darauf hindeuten, die allerwenigsten Unternehmen sind börsennotiert und deren Inhaber profitieren aber genauso vom Unternehmensgewinn dieser Unternehmen, genauso wie börsennotierte Unternehmen. Auch da profitieren wir Aktionäre von den Unternehmensgewinnen. Da brauchen wir uns nicht ständig über Aktienkurse den Kopf zu zerbrechen und den Kurs von morgen kennt eh niemand. Das verunsichert nur viele. Und genau das ist ja der Grund, warum bei Aktienkursen, bei Aktien gehandelten Unternehmen von Aktionären so viele Fehler gemacht werden. Weil sie denken, sie könnten die Zukunft voraussehen. Weil sie denken, sie wüssten, dass die Kurse jetzt zurückgehen oder jetzt steigen und entsprechend kaufen und verkaufen. Und wenn es dann kurzfristig nicht so ist, dann kaufen oder verkaufen sie schon wieder. Und da werden langfristig vollkommen unsinnige Käufe und Verkäufe getätigt, die die Rendite kaputt machen. Ein Private Equity Manager sagte mal, der wichtigste Grund, warum Private Equity Unternehmen langfristig oftmals etwas höhere Renditen abwerfen für Investoren, für Anleger als börsennotierte Unternehmen, ist, weil Private Equity bedeutet, es gibt keine Aktienkurse und weil das längerfristige Investitionen sind. Weil sich deren Investoren in der Regel für 5 oder 7, 8, 10 Jahre festlegen und binden und nicht an Verkaufen denken und die Manager ihren Job machen können. Und genau das empfehle ich Ihnen eben auch. Lassen Sie Aktienkurse Aktienkurse sein. Und dann noch ein letzter Tipp, damit das Video nicht wieder so lange wird. Kommen Sie ins Tun. Ich weiß, es gibt viele Anleger, die grübeln ständig, soll ich jetzt kaufen, soll ich jetzt nicht kaufen. Die lesen ständig die neuesten Nachrichten, schauen ständig die neuesten Börsenkurse nach und grübeln dann weiter. Und kommen letztendlich nie ins Tun, warten ständig ab. Das hat zur Folge, dass sie nie in Aktien investieren und damit auch nicht davon profitieren können. Kommen Sie ins Tun. Erfahrener wird man nur durch Tun, nie nur durch Lesen, nie nur durch Theorie. Ich kenne viele Bankberater, ich kenne viele Journalisten, die über Aktienkurse schreiben und viele Analysten.
die schlaue Kommentare verfassen, die aber selber noch nie auch nur eine einzige Aktie besessen hätten. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man selber Aktien hat oder über Aktien schreibt und kluge Sätze formuliert oder zum Kauf oder Verkauf anregt. Erfahrener wird man nur durch eigenes Handeln, durch den Besitz von Aktien. Und dann macht man einige Erfahrungen und daraus gewinnt man langfristig und daraus wird man schlauer, nicht durch theoretisches Schreiben. Es ist genauso mit Schule, mit BWL-Professoren. Ein BWL-Professor ist noch lange kein guter Unternehmer. Nur weil er BWL in der Theorie kann, heißt das nicht, dass er auch ein Unternehmen erfolgreich führen kann. Da sind schon viele, viele kläglich gescheitert. Und viele Unternehmer haben nie BWL studiert, haben aber enorm eigene Erfahrungen gesammelt und ein tolles Unternehmen aufgebaut, das sie sehr erfolgreich führen. Also, kommen Sie ins Tun. Sammeln Sie eigene Erfahrungen und vor allen Dingen lassen Sie sich nicht verrückt machen durch das ständige Auf und Ab der Aktienkurse. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video weiter verteilen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, haben Sie den großen Vorteil, dass Sie künftig keine Videos verpassen. Auch darüber freue ich mich natürlich. Bis zum nächsten Video.